Hört sich fast ein bisschen an nach He-Man, ey, wie du gerade sprichst. He-Man? Nach He-Man. He-Man. He-Man? 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 Ey, wir sind echt ein gutes Team, muss ich mal sagen. Es macht Spaß. Aber ich habe auch nichts anderes. Es macht Spaß. Ach so. Deswegen. Ich wusste hier schon mein Hund aus und wollte gerade nach oben links springen, meine Energie mein holen, Hund aber. Aus. Ich wusste auch immer meine Katze aus, ne? Ja. Ich immer so in der Hosentasche drin und dann irgendwann lasse ich es mal raus und dann miaut es ein bisschen und dann raste ich sie wieder ein. Und bevor ich ausraste. Genau. Das ist aber ein fieses Ding. Voller Fiesbär. Ich glaube, ich schaff das nicht. Schön wäre das, wenn jetzt der Energietank wieder da wäre. Nicht so dran gehen, Jule. Du musst schon. Du musst schon. Was machst du da? Optimistisch bleiben. Rumquaddeln. Wie eine Spraddel. Wie eine Spraddel, genau. Ich liebe dieses Wort. Ja. Boah, und Dennis hat's erfunden und er weiß es nicht mehr. Das ist das wer hat's erfunden? Der Dennis. Zug zui. So, was nehme ich denn jetzt für eine Weihwaffe? Weihwaffe? Weihwaffe. Eine Weihwaffe wäre ja Wasser oder so. Ich hab kein Wasser. Da müsste man aber schon Gegner haben, die irgendwie so zombie-mäßig sind. Übrigens, was ich sehr, sehr lustig fand, ich war heute kurz bei meiner Oma zu Besuch und weißt du, was sie im Fernsehen geguckt hat? Keeling. Magnum. Nein. Nicht im Ernst. Ja, doch. Sehr geil. Kannte sie das oder was Zufall? Ja, natürlich. Das hat sie früher schon oft geguckt. Ich auch. Problem, und ich hab überlegt, was ist denn das bloß? Weil ich kannte einige Schauspieler und mir kam das so bekannt vor, bis dann Evan Magnum im Bild war. Ich denke, ach, das ist Magnum, verdammt. Geil. Hier darf ich sein, hier bin ich Mensch. Genau. Ich glaube, ich mach's mir einfach. Ja. Ich glaube, ich mach's mir einfach, habe ich eben verstanden. Oh Mann! Nein. Oh, seid ihr denn des Wahnsinns? Ach geil! Leute. Der Satz kam eben so trocken. Er war ja auch so nicht gemeint, wie du ihn verstanden hast. Das klang aber irgendwie so witzig gerade. Würde ich ja gern, ich mich ja gern geistig mit dir duellieren, aber ich sehe, du bist unbewaffnet. So. Ich weiß nicht, was das für ein Boss ist, der jetzt kommt. Mega Man. Gute. Nee, das der ist nicht der Boss, Alec. So. Ah, das ist Metal Man. Metal Man? Okay. Ich finde die Betonung. Also A Cappella Man gibt's noch. Da? Gegen Metal? Hier. Lidl. Ey, da fällt mir gerade hier Captain Metal ein von den Ärzten. Wahrscheinlich müsstest du Snake nehmen. Snake Yo, gegen Metal. Solid Gear. Snake. Genau, Snake, ich nehme mal Snake. Komm. Ja, gegen Metal. Ja! Das ist ja ein versteckter. Nee. Hab ich auch gerade gedacht, das wäre cool. Sparkman. Sparksman. Doch! Die Libelle. Der zieht aber nicht so viel aber ab. Aber ein bisschen. Das geht aber, wenn du den Tank gleich benutzt, damit kriegst du das hin. Boah. Ach, nimm gleich den Tank, wenn er voll ist, genau, wenn er leer ist. Du musst ihn nur noch ab und zu mal treffen, das ist voll geil. Aber behalt ihn, der ist gut. Das wäre irgendwie schon voll geil. Ja. Noch nicht. Noch nicht? Nein, du hast ja doch so viel. Du kannst doch zwei Treffer einstecken mindestens. Jule. Ich hab noch vier Striche. Bleib mal leisure, Jule. Also ein Treffer kriegst du noch. So, jetzt. Oh. Alter. So, nehme ich jetzt weiter Sparkman, komm. Ja. Sparkman. Alter. War schön laut, ne? Ja. Sehr geil. Ja, ob das geil war, weiß ich nicht, aber es war laut. Doch, es war fick nochmal geil. Ich geh mal nochmal Gemini Man gucken, was der so kann. Das klingt immer wie so eine Pizzeria, finde ich. Wie so ein Pizzaverkäufer, so ein Gemini Man. Pizzaverkäufer. Ja, bei uns hier gibt's im Ort gibt's eine Pizzeria, die heißt Rimini. Und da muss ich mal mit Gemini, Rimini. Weißt du, wie unser neuer Gemini Griechi- auf den Sack? Weißt du, wie unser neuer Grieche jetzt hier heißt? Den Namen kann ich mir auch irgendwie gut merken. Ja. Onassis. Onassis? Das finde ich irgendwie cool. Den müssen wir echt mal ausprobieren, wenn ich wieder da bin. Ja, gerne. Onassis. Oh, ich freue mich schon. Guck mal, wir werden jetzt voll Multikulti. Jetzt haben wir Italiener, wir haben Griechen und einen Türken.
Das erinnert mich an dieses eine Level, was wir am Anfang an der ersten Session hatten. Das war auch so ein bisschen... Das ist sogar das. Ja, es ist nur ein bisschen anders. Ja, genau. Aber das ist auch hier ist diese Umgebung hier. Da habe ich noch gedacht, das könnte unter Wasser spielen, obwohl es, ja, irgendwie sieht es so aus, aber ist es nicht. Mhm. Weil da kommen auch gleich so Laich, so Fischeier kommen da gleich. Sag mal, mir fällt gerade ein, dann ist ja unser gemeinsamer erster Part ist ja auch seit heute online, oder? Yep. Hey, da muss ich noch in meine Liste packen. Den habe ich noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Da ist das Laich. Den können wir ja gerne gleich zusammen gucken. Wir wollten doch Keelinginginging. Ja, aber wir gucken doch nicht nur Keelinginging, oder? Weiß ich nicht. Rick geht ja irgendwann zu Bett. Ist doch nicht mein Problem. Mein Kopf juckt. Ja, hallo? Das ist doch nicht sehr. Hallo. Also Prioritäten setzen. Müde ja, seine Mutter setzt ja Prioritäten. Ein Leben wäre fein. Stimmt. Ja, sagt der Depressive. Ich habe ein Leben bekommen. Sagt auch der Depressive. Eine rote Rune ist wie ein neues Leben. Na, 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 na. Oh, geht mal weg, ihr. Nee, ja, wir bleiben okay, hier. Ja, ist gut. Ich gehe gleich. Nicht ihr. Ja, wer denn? Dann? So ist doch keiner da. Hier. Blödsinn, Jule. Erzähl mir doch keinen vom Pferd, hör mal. Hat das einen Grund, dass tell du, me dass du one alle of the horse. Willst? Was? Hat das einen Grund, dass du jetzt alle abknallen willst? Ich will Leben bekommen. Ja. Ja, oder nee, vielleicht ein Energietank. Oder könnt ihr auch Tanks spawnen oder kommen die da nicht bei raus? Nee. Ist mir mal noch nicht untergekommen. Don't tell me one of the horse. Erzähl mir keinem vom Pferd. Genau. I am the horseman. In control. Wir müssen ihm den Satz noch schicken. Ja, immer noch. I'll be able to be a table. Genau. Finde ich gut. Finde ich so ein typischer Scooter-Satz. Das muss er echt mal unterbringen. Wie war das nochmal mit dem Man im Ice Cream Van? Respect to the man in the ice cream van. Genau. Das sieht gut aus. Komm. Mach ihn platt. Mach ihn platt. Mach ihn platt. Ja! Ja! Yes! Alter Schwede. Geht weiter. Das okay, war das war echt knapp. Ein Strich. Ein Strich hat's. Das geht doch weiter, das Level. Ja. Ich weiß aber nicht, ob wir dann noch einen Boss besiegen müssen, das weiß ich jetzt nicht. Werden wir ja sehen. Oh, Scheiße. Oh. Es ist schon schwer, auf einen Hund zu springen. Achso, der Hund heißt Rush. Also sein richtiger Name ist das. Du hast mir letztens gesagt Recoil. Coil, also das ist ein Coil Rush. Also der mit der Dingens. Hast du mir was anderes erzählt? Ja, sie muss ja auch erstmal rausfinden, ob du vertrauenswürdig bist. Ja, also ja erstmal dabei. Das wusste sie ja noch nicht. Ey, ja. Ey, der sprattelt rum, was ist los mit dem? Wie eine Quaddel. Oh, der Wassereffekt war aber cool. Ja, für NES. Der ist auch mega. Ja, muss ich sagen, also. Der war echt gut. Bitte nicht noch ein Boss. Das sieht aber danach aus, ehrlich gesagt. Ja, diese Türen sehen verdächtig aus. Dafür hast du volle Energie fast. Ah, Moment. Ah. Was ist das denn? Leaf, Leaf, Leaf? Blättermann. Leaf, man. Da war Metal Man gut, aber das habe ich ja jetzt ja nicht. Ja, stimmt. Ich nehm einfach mal Needle. Nee. Doch, geht ein bisschen. Es war. Nee, das ist. Okay, aber das ja. Es war irgendwie nicht so geil. Entschuldigung. Ja, konzentrieren. Nee, mach das ruhig weiter. Ich finde das gut. Ich auch. Ach, ihr seid einfach super, ey. Der ist gut. Ich hab euch lieb. Set Haus rein. Shit him away. Scheiß ihn weg. Ja! Bitte. Wir haben den ersten Gamma besiegt. Geil. Nach 40 Minuten. Ja, läuft doch. Was, wenn du Charakter hier wärst? Was hättest du, wenn du ein Charakter hier wärst oder sein könntest, was hättest du für eine Attacke? Ich weiß aber, wie sie heißen würde. Ja, sag mal. Man. Das wäre auch die Attacke gleichzeitig. Das versteht jetzt wieder keiner, aber nee, das wäre gleichzeitig die Attacke, so alles so Wolken. Pf, pf, pf.
Oh Gott. Ich bin echt am Überlegen, was da meine Tage sein könnte. Bitte? Was deine Tage sein könnten. Das habe ich auch verstanden. Meine Attacke, Mann. Gut, dass ich das nicht gesagt habe. Genau das habe ich nämlich ohne verstanden. Ohne Scheiß, ja. Ich überlege gerade, was meine Tage sein könnten. Und ich denke, bitte? Ich denke, habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Grün. Grün sollen die da. Das ist aber merkwürdig. Ja. Das geht gar nicht. Das geht Lüger. Gar nicht. You are one of a kind. Du bist einer von einem Kind, ey. Ja. Geil. Ich finde das gut. Immer du. Ja, oh. Schaffst du, schaffst du, schaffst du, schaffst du, schaffst du. Das gibt's hin, das gibt's hin. Das schaffst du. Tank. Weiter geht's. Jule wartet. Aber jetzt ist es ja schon mal, das jetzt hier ist schon mal Checkpoint an der Stelle. Yes. Oh. Oh fuck, ich glaube den Jet. Das war kein Satz. Ich würde den Spark auffüllen. Ich glaube den Jet. Weil Spark ist immer gut bisher gewesen bei den ganzen Typen hier, oder? Ich meine, ich brauche den Jet, um hier gleich irgendwo hinzukommen, ja. Okay. Ja, was willst du mit dem Jet auch sonst machen? Ja. Mit ins Bett nehmen. Was für mich? Ich? Grad nicht so, nee. Tut mir leid. Respawnen die? Ja. Ja. Ja, ich frage mal so, was respawnt denn in Mega Man? Ja, die sind ja so, dass in jedem Bildschirm... Energietanz! Das stimmt. Das ist richtig, aber ich sag mal, die sind ja so programmiert, dass sie halt pro Bildschirm hast du immer eine exakte Gegneranzahl und die kommt halt immer wieder. Ja. Also im Prinzip so ähnlich wie auch in, ja, gab ja auch bei vielen Gameboy-Spielen und sowas in der Art. Mhm. Das ist schon ein bisschen fiesbärtig, muss man sagen. Give me one moment in time. Dieses Lied immer nach irgendwelchen Rap-Sendungen. Ja, es ja, muss sein, es muss sein. Oh! Ach, die wieder. Geh weg. Hohoho. Was passiert? Den kennen wir doch auch schon, oder? So ähnlich zumindest. Okay, ich muss auf sein Kreuz da oben schießen. Komm mal runter. Er spuckt Kaugummi. Das war jetzt kein Boss, ne? Das ist doch ein Zwischengegner, oder? Ja, so ein Mini-Boss. Ja, wollte gerade sagen, weil das ist ja nicht wirklich schwer. Okay, es wird langsam. Ich hätte aber nichts sagen sollen. Ui! Falsche Richtung, Mega Man. Falscher Weg. Ja, mit seinen Kaugummis da, ey. Oh, ich hab letztens seit langem mal wieder V-Rally 2 gespielt, weil ich das jetzt bei der PlayStation-Sammlung dabei hatte. Und ich hab das reingepackt und ich hatte so viele Erinnerungen an früher, das war so geil, weil diese ganzen Sprüche von dem Typen, von diesem Co-Piloten, da gleich links, pass auf, Vorsicht, über Kuppe. Ach, diese ganzen Ankündigungen, ich fand's so geil, ich hab mich nur kaputt gelacht. Gleich links, mach zu. Das hört sich so super an. Ich fand das so geil. Herrlich. Ja, diese alten PlayStation 1 Autorennspiele sind so geil. Und auch am Anfang so 1, nee, 3, 2, 1, los. Und dieses 1, das klingt richtig so norddeutsch, das hört sich so super an. 3, 2, 1, los. Das ist so super. Oh, geil, das muss ich irgendwann auch mal irgendwie let's playen oder bitte. So. Das ist so oder Show oder so. Ein Rennspiel. Ja. Mach mal. Aber oh, wir haben noch einen Energietank. Oder ich mach das mal irgendwann so als FAQ oder so. Nicht verzagen. Julle fragen. Nee, mich nicht. Wen denn so? Dennis oder so, der hat das Ding durchgespielt. Ey, wollen wir den live mit reinholen? Ja, gute Idee. Online wäre er. Du musst ihm vorher noch sagen, dass er sein Audio-Programm mal eben aufnehmen soll. Mal aber, eben so. Aber nicht sagen, warum. Und dann muss ich es rein. Ja, ja. Dann sagt er, ne. Ne, das mache ich nicht. Ich will mir jetzt eigentlich nur den Energietank holen, damit wir den anderen... Er hat mir eben freundlicherweise offenbart, als wir kurz bei WhatsApp geschrieben hatten, dass er gerade am Kacken ist. Ja, das ist doch schön. Ja. Und er möchte mir gerne am 20. mehr darüber erzählen.
Ja. Das ist doch interessant. Ja, bin gespannt. Ist doch schön, wenn man so intime Gespräche hier führen kann. Ja, sicher. Läuft. Ja, tut's. Also auf dem Klo solltest das. Ja, wenn nicht, wäre... Ja gut, also wenn's beim Scheißen läuft, ist nicht so gesund. Nee, das nicht unbedingt, aber, ne? Ich glaube, viele haben jetzt schon abgeschaltet, weil das so eklig ist gerade. Kommentiert doch alle mal ein bisschen unten unter dem Video. Ja. Mich würde mal interessieren, wer hier so zuguckt. Achso, ich dachte, wie ihr scheißt. Kommt nein, das nicht. Also. Sag mal, wie guckt denn die Shannon das zum Beispiel? Das weiß ich nicht. Ne? Shannon, wenn du das hier guckst, dann schreib das mal unter das Video. Schreibt's in die Kommentare. Ich bin gerade... an mein Kabel ist gegen das Mikrofon geknallt. Ja, macht ja nichts. Sieht jetzt sehr lustig aus auf der Tonspur. weil das Shannon, die hat ja auch einen YouTube-Kanal. Die wollte ja auch mal mit Let's Plays anfangen. Ja. Ja. Hat sie denn schon? Nee, sie wollte ja erst noch die Prüfung, glaube ich, machen. Von der Uni. Und danach wollte sie, glaube ich, anfangen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Achso, ich dachte halt, dass man als Let's Player jetzt eine Prüfung ablegen muss. Die Let's Play-Prüfung. Bist du ja, geeignet? Die muss man heutzutage jetzt ablegen. Also für manche Leute... Weil es schon so viele gibt. Ja, ja, für manche Leute wäre es echt besser, wenn sie es vorher gemacht hätten, glaube ich. So alle zwei Jahre gibt es dann so einen TÜV. Da wirst du nochmal gecheckt. Das ist ja der Let's Player-TÜV. Wenn du zu abgehoben bist, fällst du durch, dann darfst du nicht mehr.